じゃあ日本の曲で好きな曲あったりしますか？何でもいいかな。じゃあ愛っていう曲を歌いますね。花水木。あ、いいですね。めっちゃいい。はい。空を押し上げて Nach einer Woche in der Kansai-Region geht es in unserer Doku-Reise weiter nach Westen, nach Hiroshima. Die Stadt ist untrennbar mit der Atombombe verbunden, doch hat sie mehr zu bieten als mahnende Erinnerungen? Gut 4 Stunden dauert die Fahrt für die etwa 300 Kilometer von Kyoto nach Hiroshima. Japanische Autobahnen sind offiziell stark tempobeschränkt. Ja, jetzt haben wir noch so etwa 3 Stunden nach Hiroshima. Da übernachten wir dann. Nach Fukuoka und nach Tsushima. Wer übrigens denkt, die doch so ordnungsliebenden Japaner würden sich auf der Autobahn brav ans Tempolimit halten, wird viele Überraschungen erleben. Das bekannteste Friedensdenkmal Hiroshimas ist die Atombombenkuppel, einst als Halle zur Förderung der Industrie der Präfektur Hiroshima bekannt. Als Explosion und Druckwelle rund 90% der Innenstadt verwüsteten, blieb sie stehen, obwohl sie nur etwa 100 Meter vom Ground Zero entfernt war. Next stop. So we did a lot of interviews. We've been to a micro school. We've been to a tea ceremony. We've been to hostess clubs and talks.